So, jetzt kann uns keiner mehr aufhalten. Ich grüße euch. Nächste Runde Functional Programming. Durch den ersten Teil des Ramp-Ups, sozusagen Haskell kennenzulernen, rein syntaktisch von den Konstrukten, sind wir durch, würde ich sagen. Was ich jetzt starten würde, ist mit euch so der Ramp-Up Teil 2, in dem wir noch ein paar interessantere Sprachkonstrukte mit in die Mischung mit reinnehmen. Und ihr werdet sehen, dass sich das Programmieren mit Haskell an der Stelle dann doch ziemlich verändert, einfach auch interessanter wird und so weiter. Mir ist bewusst, dass die Dinge, die wir jetzt gerade machen, mehr so in ziemlich basic sind und Fingerübungscharakter haben. Aber wenn wir jetzt die nächsten Sprachkonstrukte mit reinnehmen, dann wird es dann langsam spannender. Ja, dann können wir wirklich interessante Dinge modellieren von den Daten her. Und dann wird es, glaube ich, echt spannender. Komm, lass mal kurz einsteigen mit einer Frage an euch. Wenn ich eine Funktion f definieren will und f soll über Listen operieren. F ist eine listenverarbeitende Funktion. Okay. Nach der neuen Methode, wie wir Funktionen definieren, so mit Pattern Matching in verschiedenen Cases, würde man ja wahrscheinlich irgendwie hier zwei Fälle vorsehen für f. Ja, hier hinter dem Gleichheitszeichen ist die rechte Seite. Was f berechnet, ist mir eigentlich herzlich egal. Worum es mir geht, ist die linke Seite hier vor dem Gleichheitszeichen, die Patterns, die ich benutzen würde, um so eine listenverarbeitende Funktion f zu definieren. Also f ist listenverarbeitend, dann muss die Signatur von dem Ding irgendwie so aussehen. Wer weiß, was b ist, ja, aber vorne gehen Listen rein, Listen von a's. Ich will es hier gar nicht spezifischer fassen. Wie sehen die Patterns aus? Was muss an die Stellen, wo die jeweils die drei Punkte sind? Was muss da eigentlich hin? Okay, den setze ich mal hier unten hin. Den da meinst du, genau? Okay, warum genau die beiden? Es gibt keine, also seine Antwort ist natürlich richtig, es gibt keine andere Art und Weise, wie ich Listen konstruieren kann. Der hier und der Operator hier, der Cons-Operator, das sind die Konstruktoren für den Datentyp Liste, Liste von A. Es gibt gar keine andere Art und Weise, wie ich irgendwie Listen konstruieren kann. Okay. Wenn ich einen von beiden weglassen würde, den da oder den da, dann handle ich mir eine partielle Definition einer Funktion ein. Genauso wie Head und Tail, die eingebauten Listenfunktionen, partielle Funktionen sind. Normalerweise will ich das vermeiden. F soll eine listenverarbeitende Funktion sein. F muss auf die beiden Arten vorbereitet sein, auf die Listen irgendwie konstruiert werden können. Es gibt eigentlich gar keine mehr. Ja? Das sind die beiden Varianten. Es gibt keine anderen. Manchmal da draußen, ja, bei konkreten Fs, gibt es manchmal die Fälle, dass ich nicht unterscheiden will zwischen der hier leeren Liste und der nicht leeren Liste, sondern ich will so ein bisschen feiner granular unterscheiden. Zum Beispiel, ich habe den speziellen Fall, wenn F auf einer zweielementigen Liste irgendwie definiert ist. Wie würde das Pattern aussehen? Das würde wahrscheinlich hier in die Mitte gehören. Ja? Zwei Elemente liegt irgendwie zwischen leerer Liste und zwischen einer beliebigen Liste, die nicht leer ist. Das ist die hier unten. Wie würde das Pattern aussehen für einen Fall, der genau auf zweielementige Listen passt? Klammer auf. Eckige oder runde Klammer? Okay, alles klar. Das ist eine genau zweielementige Liste. Ja. Der Cons-Operator, der assoziiert nach rechts. Was uns der Kommilitone eigentlich diktiert hat, ist eigentlich das da sozusagen. Bloß ich lasse die Klammer mal weg. Ja. Also das ist genau der Fall der zweielementigen Liste. Die beiden Elemente heißen x1 und x2. Warum habe ich gerade gefragt, ob ich eckige oder runde Klammern irgendwie schreiben soll? Weil das hier ein äquivalentes Pattern ist. Ja, genauso wie ich irgendwie syntaktisch bei der Listenkonstruktion mich kürzer fassen kann, kann ich mich hier bei der Pattern-Definition irgendwie kürzer fassen. Ja, okay. Wie sieht das Pattern einer Liste aus, die mindestens zwei Elemente beinhaltet? Du hast jetzt gerade genau zwei Elemente. Ja, wenn f auf eine Liste trifft, in der mindestens zwei Elemente, vielleicht drei, vielleicht tausend, aber mindestens zwei, wie sieht das Pattern dann aus? Hierhin? Ja. Kommentare dazu? Nicht ganz korrekt. Ich hätte jetzt hinter x2 einfach ein Komma und dann so ein anderes Komma. Okay. Ich mache das mal hier eine neue Zeile sozusagen, damit wir die ganzen Varianten aufsammeln. So? Beide Patterns in Zeile 3 und 4 definieren was anderes. Nicht das, was ich gesagt habe. Eine Liste, die mindestens zwei Elemente beinhaltet.
So, jetzt haben wir schon drei Varianten. Zeile 3, 4 und 5. Wir werden jetzt mal nicht abstimmen oder sowas. Das hier ist ein Pattern. Das ist cool. Das matcht auf genau dreielementige Listen. Ja, dabei ist dir das dritte Element herzlich egal und du könntest es auf der rechten Seite in Zeile 5 nicht zugreifen. Okay? Genau dreielementige Listen. Was ist das hier für ein Pattern? Genau, das ist eine Liste, das matcht auf eine Liste von Listen hier. Eigentlich muss ich das nur in eine Klammern setzen hier. So. Aber das repariert es nicht. Ja. Das hier, das matcht auf eine nicht leere Liste, wobei das erste Element in der Liste eine zweielementige Liste ist. Das matcht also auf Listen von Listen hier an der Stelle irgendwie. Das ist nicht das, was ich an der Stelle wollte. Okay, also das ist eine nicht leere Liste von Listen. Die erste davon hat genau zwei Elemente, x1, x2. Wollte ich nicht. Das da wollte ich. Ja? Das hier ist eine mindestens zweielementige Liste. Ich kann die beiden Elemente x1, x2 benennen. Vielleicht ist xs leer, die leere Liste. Vielleicht kommt da noch mehr. Das ist das Pattern, das ich wollte. Aber darum ging es mir gar nicht. Das war hier nur ein Pattern-Matching-Ausflug. Darum ging es mir. Ja? Es gibt zwei Arten, Listenwerte zu konstruieren. F matcht auf diese beiden Arten. Das hier, das sind die Value Constructors, wie man sagt, die Wertekonstruktoren für den Typ List of A. Cons und Nil. Okay, warum hebe ich darauf ab? Weil wir das Ganze jetzt generalisieren werden. Ja, das Typsystem von Haskell ist nämlich erweiterbar. Ja, Listen als Containerdatentyp eingebaut, das ist schon okay. Aber Haskell ist weiterbar. Ich kann mir neue Typen schaffen. Typen, die irgendwie beim Ausliefern von GHC irgendwie überhaupt gar nicht dabei sind. Ich kann als Programmierer neue Typen schaffen. Ja, klar, wir haben das Keyword Type kennengelernt, mit dem man so Typ-Synonyme einführen kann. Sowas hier zum Beispiel. Type. Ja, an den könnt ihr euch noch erinnern. Damit wird ein neuer Typ geschaffen, String, der eigentlich aber nur ein Alias, ein Synonym ist für etwas Existierendes, nämlich eine Liste von Charaktern. Okay, das ist okay, das meine ich an der Stelle aber gar nicht. Worum es mir geht, ist hier der zweite Punkt. Ich kann Dinge schaffen, die es vorher überhaupt gar nicht gab. Listen von Charaktern gab es vorher auch, die benenne ich bloß um. Ja, oder ich schaffe mir einen selbstsprechenden Namen. Jetzt werde ich was völlig Neues schaffen. Und dazu gibt es zwei neue Keywords, die wir in Haskell bisher noch nicht benutzt haben. Newtype und Data. Okay, das zweite davon, das Data, das werden wir jetzt hier in den nächsten paar Minuten irgendwie explorieren. Oder jetzt heute in den 90 Minuten. Ja, was man damit irgendwie Haskell hinzufügen kann, sind benutzerdefinierte algebraische Datentypen. Ja, das mit dem Algebraic Data Types, das Algebraic könnte man mal in Klammern setzen, ist irgendwie gar nicht so wichtig jetzt hier an der Stelle. Man kann nachher erahnen, wo der Name algebraisch herkommt, aber wir können vollkommen neue Typen schaffen. Wie macht man das? Okay, und jetzt lasst uns mal gucken, wie man das mit dem Data Keyword in Haskell macht. Ja. Was man damit nämlich zu den bestehenden Typen in Haskell hinzufügen kann, sind sogenannte Sum of Product Types. Warum die so heißen, werden wir jetzt gleich in den nächsten Beispielen irgendwie herausfinden und so weiter. Ja. Und wir verfolgen damit eine Strategie, wie das schon die eingebauten Typen tatsächlich machen. Darum habe ich euch gerade daran erinnert, dass Nil, hier die leere Liste, und Cons, dass das die Konstruktoren sind, die Wertkonstruktoren, so kann ich Listenwerte konstruieren, auf keine andere Weise, für den Typ, für den eingebauten Typ List of A. Und wenn wir jetzt neue Typen schaffen wollen, neuen Typ T, den gibt es vorher gar nicht, hier, da ist er, der neue Typ T, ja, dann werde ich angeben im System, was sind denn die Wertkonstruktoren des neuen Typs T? Wie kann ich Werte des neuen Typs T überhaupt bauen? Okay. Nil und Cons benutze ich, um Listen zu bauen. Meine eigenen neuen Konstruktoren, die ich jetzt gleich einführen werde, die werde ich benutzen, um Werte meines neuen Typs T zu bauen. Okay, ja, hier, das sind meine neuen Konstruktoren. Hier, die haben leider nicht die schöne, coole Syntax, wie hier so eckige Klammern und so ein Cons oder so. Aber diese Konstruktoren, KI, ich kann viele davon haben sozusagen, das werden die Konstruktoren meines neuen Typs T. Und das führe ich alles mit einem großen Data, mit einer Data-Deklaration, wie man das nennt, zusammen in Haskell ein. Hier mit der Data-Deklaration. Da sieht man, der neue Typ T wird eingeführt, der steht gleich hier vorne. Alles klar, den gab es vorher nicht. Zusammen mit R verschiedenen Konstruktoren. Hier ist K1, hier ist K2, hier würde K3 folgen und KR ist der letzte. R verschiedene Wege, um Werte des Typs T zu konstruieren. Okay, ja, was hier hinter den KI steht, ja, das sind so Parameter, die ich den Konstruktoren mitgeben kann. Genau wie ich dem Cons-Konstruktor zwei Parameter mitgeben muss, nämlich den Listenkopf und den Listenrest.
Ja, werde ich meinen aus dem eine neue Liste konstruiert werden soll, werde ich meinen Konstruktoren auch Parameter mitgeben. Jeder von diesen KI kann verschieden viele Parameter bekommen. Auch 0 Parameter geht auch. Das hier ist übrigens ein Value-Konstruktor, der braucht genau 0 weitere Parameter. Der steht für sich selber. Ja, Neil hat keinen weiteren Parameter oder so. Ja, Neil ist ein Konstruktor ohne Argumente oder ein nullstelliger Konstruktor, wie man auch sagt. Ja, aber im Allgemeinen können meine Konstruktoren Argumente bekommen. Und diese B11 bis B1N1 und so, das sind die Typen der Konstruktoren meiner, die Typen der Argumente meiner Konstruktoren. Okay, alles klar. Also, damit füge ich all diese Dinge auf einmal, das T füge ich ein, diese K1 bis KR führe ich ein. Das macht alles diese eine Data-Deklaration. Okay. Jetzt könnte man sich überlegen, Mensch, wenn das hier so Wertkonstruktoren sind, ja, mit denen ich solche neue T-Werte konstruieren kann, solche Konstruktoren sind eigentlich nur Funktionen. Ja, die nehmen Argumente, hier, da sind die Typen der Argumente, und bauen mir daraus was Neues vom Typ T. Das ist eine spezielle, spezifische Funktion. Gib mir Argumente, dann baue ich was daraus für dich, ein Ergebnis des Typ T. Okay. Darum verwundert es nicht, wenn man mal ein bisschen sich überlegt, dass die Signaturen, die Typen meiner Konstruktoren genau so aussehen müssen. Ja, wenn ich auf den Eaton, ich habe ja R-Stück von den Dingern, K1 bis KR, aber ich gucke jetzt mal auf den Eaton irgendwo in der Mitte, ja, wenn ich mir dessen Signatur angucke, dann weiß ich, hey, gib mir diese NI-Argumente, ja, dann baue ich daraus für dich etwas vom Typ T. Auch der Typ T kann übrigens parametrisiert sein, werden wir gleich in Beispielen sehen. Okay, super, danke KI. K1 ist übrigens ganz ähnlich. Ja. K1 wird hier seine Argumente nehmen. Hier oben sehen wir übrigens die Argumente von K1. Und was rauskommt, wird wieder etwas vom Typ T sein. Das ist gerade das Wesen, das ist die Aufgabe der Konstruktoren. Bau mir was vom Typ T. Die rechte Seite der Signaturen, die rechte Seite der Typen all dieser Konstruktoren KI sieht gleich aus. Das sind eher verschiedene Wege, etwas von diesem Typ hier zu konstruieren. Wenn man sich die Typen von den Konstruktoren von Liste anschaut, lass mal kurz machen hier, dann passt das eigentlich sehr gut dazu. Ja? Also es gibt zwei Konstruktoren, den mit der leeren Liste und es gibt den Cons-Konstruktor. Ja? Und wenn wir uns deren Typen anschauen, dann wissen, habe ich gerade eben gesagt, der obere, dieser Neil-Konstruktor, der braucht gar keine Argumente. Ja? Aber was er mir konstruiert, ist vom Typ Liste von A. Ja, ich schreibe das hier mal so ein bisschen Abstand extra. Oh Mann, passt gerade noch drauf. Okay. Alles klar, also ja, leere Liste ist, konstruiert mir etwas vom Typ Liste von A. Cons macht das ganz genauso. Ja. Am Ende konstruiert mir Cons etwas vom Typ Liste von A. Das ist die Aufgabe der Konstruktoren. Ja. Bloß, dass Cons seinen Job erst tun kann, wenn ich dir einen Listenkopf gebe und schon eine bestehende Liste. Ja, erst dann kann ich dir hier so eine neue Liste konstruieren. Aber die hier, die stimmen überein. Kein Wunder, denn Neil und Cons sind die Konstruktoren, die beiden einzigen Konstruktoren übrigens, für den Typ Liste von A. Und genauso verhält es sich mit meinen K1 bis KR. Die werden hier verschiedene Argumente konsumieren, je nachdem, ob ich K1, KI oder KR in der Hand habe. Aber am Ende kommt so etwas vom neuen Typ T raus. Sauber. Das ist die Aufgabe von Konstruktoren. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Ein Beispiel mitgebracht, um so eine Data-Deklaration mal gleich live einzusetzen. Wo ist es denn? Hier ist es, genau. Ja. Da baue ich einen neuen Algebraic Data Type, den gab es vorher nicht, der heißt Weekday. Okay? Und dazu brauche ich eine Data-Deklaration für meinen neuen Weekday Type. Gab es vorher nicht. Alles klar. Jetzt brauche ich Konstruktoren für diesen neuen Weekday Type. Okay? In diesem Fall gibt es sogar 7 Stück davon. Okay, die 7 Wochentage, das ist meine Intention da an der Stelle. Und wie ihr hier gerade eben schon in der Syntaxdefinition gesehen habt, die einzelnen Konstruktoren, die ich da irgendwie vorsehe für meinen neuen Typ Weekday oder T, die werden durch so ein Pipe-Symbol, durch so einen senkrechten Strich an der Stelle getrennt. Das ist genau der senkrechte Strich, den man hier an der Stelle sieht. Ja. Das hier sind meine 7 Konstruktoren, das ist K1 und das da hinten ist K7. Alles klar? Man sieht schon, hinter den einzelnen Konstruktoren habe ich irgendwie keine weiteren Typen oder Typvariablen oder irgendwie sowas genannt. Das sind alles Konstruktoren, so wie Cons, die brauchen, so wie Neil, die brauchen keine weiteren Argumente. Ja, das sind nullstellige Konstruktoren, brauchen keine
weiteren Argumente, um einen Wert des Typs Weekday zu konstruieren. Ein Monday ist ein Weekday, dazu brauche ich keine weiteren Argumente. Ja, genauso ist es mit Friday, Saturday und allen anderen auch. Alles klar. Hier, das NI ist in all diesen R-Fällen sozusagen, in diesen 7 Fällen ist das 0. Ja, es gibt einfach keine Argumente. Man nennt solche Typen übrigens auch Sum-Types, Summentypen. Also Data Declarations sind in der Lage, mir sogenannte Summentypen oder manche Programmiersprachen sagen da auch so Aufzählungen oder Enumerationen oder was zu konstruieren. Hat jemand gestern in der DB1-Vorlesung gesessen? Ja, create type, bla bla bla, as enum und so, das ist genau die gleiche Kiste. Ihr seht schon, ich bin total faul und denke mir keine neuen Beispiele aus, sozusagen. Genau, hervorragend. So, ab jetzt gibt es den Typ. Ja, und ja, dann kann ich damit programmieren, genau wie ich vorhin ganz am Anfang der Vorlesung die Funktion F über Pattern Matching, über Listen und so mit euch irgendwie hier besprochen habe, kann ich jetzt Funktionen bauen, die ja, Pattern Matching über den Werten meines neuen Typs irgendwie hier durchführen, über die Konstruktoren meines neuen Typs, Entschuldigung. Also hier zum Beispiel so eine Weekend-Function, die nimmt einen Weekday, bildet mir das auf dem Boolean ab, also ein Weekend-Prädikat, okay. Und ja, dann mache ich, genau wie ich im Fall mit Listen programmieren gemacht habe, ich mache Pattern-Matching. Ich mache Pattern-Matching auf die Fälle, auf die 7 Fälle, die mir unterkommen können, wenn ich mit so einem Weekday-Wert irgendwie daherkomme. Ja, also hier müsste ich eigentlich alle 7 Fälle für meinen Weekend für meine Weekend-Function irgendwie aufzählen, damit ich auch tatsächlich alle möglichen 7 Konstruktoren, Wertekonstruktoren für Weekday abdecke. Aber hier mit dem Catch-All, seht ihr schon, wie die Logik läuft, kann ich damit eine ganze Menge Fälle erschlagen. Okay, und was dann hier unten rauskommt, ist offensichtlich was false, true. Ja, ich habe das Ding natürlich auch mitgebracht, damit wir damit spielen können. Also hier, hier ist die Weekday. Das Weekday-File, das ist genau das, das ihr gerade eben gesehen habt auf der Slide. Ich starte mal den GHCI dazu. GHCI, da ist er. Okay, ich lade mein Weekday-File ein. Okay, und jetzt kann ich damit spielen. Meine Main-Funktion da unten, die sollte eigentlich so ein Tupel aus false true ausgeben und das macht sie auch. Alles klar. Bisher zu diesem Programm irgendwie eine Frage? Cool eigentlich, oder? Also hier am Prompt konnte ich bisher mit Integers arbeiten und ich konnte mit Strings arbeiten, ja, und ich konnte mit Booleans arbeiten und so weiter. Jetzt kann ich auch mit Weekdays arbeiten. Okay, zum Beispiel hier, Weekend, Sunday. Alles klar. Ja, ich könnte auch einfach nur eingeben hier, heute ist Donnerstag, Thursday. Okay, Fehlermeldung. Ich wollte doch einfach nur den Wert, ja, den Weekday-Wert Thursday hier sozusagen am Prompt ausgeben. Geht aber nicht, weil sich Haskell beschwert, ist no instance for show Weekday. Okay, Dinge, die ich hier in meinem Prompt anzeigen möchte, wie zum Beispiel einen Boolean, einen Integer oder einen String, ja, die muss Haskell für mich in eine Textrepräsentation bringen, damit es die hier im Terminal irgendwie ausgeben kann. Wie die Textrepräsentation für meine Weekdays irgendwie auszusehen hat, habe ich bisher nicht beschrieben. Okay, also weiß ich, vielleicht hätte ich ja bestimmte Vorstellungen davon, wie ein Thursday-Wert auf meinem Terminal irgendwie auszugeben ist. Okay, habe ich bisher nicht definiert, bin nicht explizit genug gewesen, habe Haskell nicht gesagt, hey, Thursdays hast du auf die folgende Weise auszugeben und alle anderen Wochentage auch. Ja, Haskell weiß nicht, wie man diese textuelle Repräsentation herstellt für mich. Genauso sieht es hier aus. Ist Donnerstag gleich Samstag? Das wäre cool, dann könnten wir jetzt vielleicht Wochenende machen. Ja. Ja. Donnerstag und Samstag oder diese beiden Werte vom Typ Weekday, ja, die können nicht verglichen werden, weil Haskell nicht weiß, was Equality auf Weekdays bedeutet. Equality auf Booleans, Equality auf Integers ist okay. Equality auf dem neuen, von mir definierten Typ Weekday ist unklar, weil ich gleich benutzt habe auf diesen beiden Weekday-Werten sozusagen. Jemand muss mir erklären, was es bedeutet, dass zwei Weekday-Werte gleichwertig sind. Alles klar. Okay. Damit wir mit den neu geschaffenen Datentypen, ja, unseren Summentypen zum Beispiel, auch gleich irgendwie sofort im Terminal irgendwie richtig umgehen können, kann ich Haskell anweisen, die offensichtlichen Definitionen für Show, für das Anzeigen, für die textuelle Repräsentation meines neuen Typs und die offensichtlichen Definitionen für die Gleichheit
auf solchen Typen einfach für mich abzuleiten und für mich automatisch zu definieren. Ich habe die Möglichkeit, spezifischer zu sein und für bestimmte Typen, die ich mir baue, eine ganz spezielle Gleichheit und eine ganz bestimmt schöne formatierte Ausgabe zu definieren. Ich kann Haskell auch sagen, komm, der Default, den du dir denkst, der wahrscheinlich intuitiv der ist, den ich auch erwarte, den bitte für mich automatisch definieren, damit ich hier an meinem GHCI-Prompt und überhaupt in meinem Programm mit den Weekdays erstmal ordentlich arbeiten kann, die anzeigen kann, die vergleichen kann und so weiter und so fort. Bitte. Genau das gleiche Problem. Es ist ganz generell unbekannt, wie Werte des Typs Weekday, und die habe ich jeweils zwei solche Werte konstruiert mit Value Constructors, die kein weiteres Argument brauchen, wie die zu vergleichen sind. Das ist einfach unbekannt. Ja, selbst das hätte man wenigstens erwartet, sozusagen. Dinge, die durch die gleichen Konstruktoren gebaut wurden, sozusagen, die müssen ja wohl irgendwie gleich sein. Das würdest du erwarten irgendwie. Ja? Das wäre die Erwartung. Und genau diese Default-Erwartung. Dinge, die durch die gleichen Konstruktoren und gleichen Argumente gebaut wurden, die müssten eigentlich normalerweise gleich sein. Ja? Oder wenn ich hier so ein Mann oder Saturday oder sowas eingebe an Prompt und Enter drücke und den entsprechenden Wert ausgeben will, ja, dann gib doch einfach MON oder THU für Thursday, gib das doch einfach aus, das ist doch erstmal gut genug sozusagen. Und genau das kann man Haskell für neu definierte Datentypen automatisch ableiten und definieren lassen. Das geht über die sogenannten Deriving Clauses. Ja, ich mache also meine Data Declaration syntaktisch genau, wie ich sie eben gerade schon eingeführt habe. Und dann klebe ich unten noch dran das hier. So ein Modifier, so eine Erweiterung an meine Data Declaration, Deriving. Okay. Und in runden Klammern kann ich hier mehrere Dinge aufzählen, die Haskell für mich automatisch für meine neuen Datentypen ableiten soll. To derive ableiten oder automagisch definieren soll. Okay. Hier an die Stelle des Cs kann ich genau die Dinge hinschreiben, die das GHCI gerade für mich mir gerade angemeckert hat und von mir verlangt hat. Ja, hier. Mir fehlt eine Definition für Equality. Mir fehlt eine Definition für, ja, wie kann ich den Weekday in Text umwandeln, wie kann ich den anzeigen, to show anzeigen. Okay? Diese Definitionen fehlen mir. Und die genau dieses Show und EQ und noch einige mehr, die kann man hier an die Stelle von diesem C schreiben. Okay? Also wenn ich hinschreibe Deriving, runde Klammern auf EQ, dann sage ich, hey, Haskell, definier mir Gleichheit auf Wochentagen so, wie ich es erwarte, so wie du es gerade erwartest. Montag ist gleich Montag und Montag ist ungleich jedem anderen Tag. Okay? Also ein Deriving EQ gibt mir genau diese entsprechende Konzept von Gleichheit automatisch und for free. Show ebenfalls. Ja, ein Deriving Show sagt mir, ein Thursday wird ausgegeben genau in der Form, wie der Value Constructor heißt, nämlich THU. Das erscheint dann auf dem Terminal. Okay. Ort. Ja, Deriving Ort sagt, Mensch, ich werde nachher meine Wochentage sogar miteinander vergleichen müssen, sozusagen. Definiere mir automatisch eine entsprechende kleiner Gleichoperation auf meinen Typen. Ja, damit habe ich dann auch eine Kleiner- und eine Max- und eine Min-Operation. Also alles Dinge, die nur Sinn machen auf Werten, die irgendwie anzuordnen sind. Okay. Und die Ordnung, die Haskell für mich dann defaultmäßig wählt, ist die Reihenfolge, in der ich hier die Konstruktoren aufgezählt habe. Montag ist kleiner als Dienstag, alle anderen sind kleiner als Sonntag. Die Reihenfolge der Konstruktoren definiert mir die Ordnung. Kann ich mir automatisch schenken lassen. Enum, ja, Dinge sind aufzählbar. Ja. Das benutze ich zum Beispiel dann, jedenfalls implizit, wenn ich diese Syntax hier benutze. Ja, wenn ich ein Deriving Enum an so eine Data Declaration dranhänge, dann kann mir tatsächlich Haskell erlauben, sowas wie Montag.Friday hinzuschreiben und das wird dann expandiert in die Liste der 5 Wochentage, ja, Arbeitswochentage. Naja, es gibt noch weitere Cs, die ich hier irgendwie eintragen kann. Ja, das sind alles Dinge, die Haskell für mich automatisch ableiten kann. Komm, wir machen das mal. Also hier. Ich gehe zurück in meinen Weekday-File und ich hänge da so eine Deriving-Klausel hinten dran. Da ist sie, runde Klammer auf. Also ich möchte die Dinge auf jeden Fall anzeigen können und ich möchte sie auf jeden Fall auch irgendwie vergleichen können. Das waren die beiden Use Cases, die mir eben gerade hier auf die Füße gefallen sind. Okay, das reicht schon. Ja. File nochmal neu einladen, Reload. Okay, ja. Jetzt Thursday. Okay, ja, das ist genau die Default-Show,
Funktionalität für diesen entsprechenden Konstruktor Monday. Monday ist gleich Monday. True. Monday ist gleich Sunday. Jeder weiß, dass das nicht wahr ist. Ja? Und das funktioniert jetzt auch. Alles klar. Was noch nicht funktioniert ist, ist Monday kleiner als Tuesday, weil ich die Ort-Instanz noch nicht abgeleitet habe. Könnte ich machen, da oben eintragen, ab jetzt und Reload machen. Ab jetzt ist es in Ordnung, solche Vergleiche anzustellen. Okay, alles klar. Ich habe noch mal ein größeres File mitgebracht. Warte mal, wo ist das? Hier? Nee, hier. Da oben ist mein Weekday-Type nochmal. Den habe ich jetzt mal so richtig angereichert mit diesen Derivings, damit ich damit auch richtig was anfangen kann. Okay? Und weil ich hier Equal, Show, Ort und Enum und auch Bounded abgeleitet habe, ich scroll mal runter in meine Main-Function, kann ich dann irgendwie solche Dinge sinnvoll machen. Ich kann Wochentage vergleichen, haben wir gerade schon gesehen. Ich könnte hier sowas machen. Ja? Also die Liste der Wochentage zwischen Dienstag und Donnerstag aufzählen lassen, denn Weekday ist jetzt automatisch hat jetzt automatisch Enumeration-Funktionalität bekommen durch mein Deriving Enum. Auch sowas funktioniert. Ja. Die Arbeitswochentage bloß rückwärts aufgezählt. Ja, das ist die Syntax, die wir letztes Mal benutzt haben. All das würde jetzt funktionieren. Super. Ich habe noch einen anderen Summentyp mitgebracht, zwei sogar, weil ich hier sowas wie Stein, Schere, Papier, genau, wie so ein Spiel definieren will. Ja. Und was die Spieler in diesem Spiel irgendwie an Moves machen können, was sie mir anbieten können in so einem Spiel, sind ja eigentlich nur hier, genau, Stein, Papier und Schere. Diese drei Moves kann ein Spieler machen. Ich könnte die natürlich kodieren in Form von Strings, ich könnte die kodieren in Form von Integers, 0, 1, 2, Nullstift für Stein und so weiter. Aber das da ist selbstsprechender. Außerdem habe ich hier nicht die Möglichkeit, auf einmal mit einem Wert 5 anzukommen. Das wäre ein gültiger Integer, aber kein gültiger Move. Jetzt gibt es genau drei gültige Moves. Ich weiß, später in meinem Programm werde ich Moves miteinander vergleichen müssen, also deriving equal. Moves anzuzeigen ist mir offensichtlich hier an der Stelle nicht ganz so wichtig. Ja. Der Ausgang von so einem Stein-Schere-Papier-Spiel kann sein, der eine gewinnt, der andere verliert oder es ist ein Unentschieden, so ein Tie sozusagen. Das sind Dinge, die mir an der Stelle passieren können. Weil ich den Ausgang so eines Spiels nachher auf dem Terminal anzeigen will, mache ich einen Deriving Show dahinter. Alles klar. Und das ist meine Vorbereitung. Zwei neue Sum-Types, die ich mir da eingeführt habe mit meiner Data Declaration. Und dann kann ich diese Funktion hier schreiben. Eine Outcome-Funktion. Wie geht das Spiel aus? Du gibst mir zwei Moves, okay? Dann kann ich dir nachher sagen, wie das Spiel tatsächlich ausgegangen ist. Ja, das erste Argument ist us, was haben wir gespielt? Das zweite Argument, der zweite Move ist, was haben die anderen gespielt? Und aus der Sicht würde ich hier definieren, was denn gewinnen und verlieren heißt. Natürlich möchte ich gerne gewinnen. Ja, also ich weiß nicht, ob die Regeln richtig sind. Rock und Scissor. Warte, ich spiele Rock, der andere spielt Schere sozusagen. Schere wird stumpf, dann habe ich gewonnen. Und so. Genauso ist das hier an der Stelle irgendwie zu lesen. Alles klar? Ansonsten, das sind die drei Gewinnsituationen hier. Ansonsten schaue ich mir an, was wir und was der andere irgendwie gespielt hat. Sollten die beiden Dinge gleich gewesen sein, dann ist es unentschieden. Okay, us gleich gleich them. Das da funktioniert auch nur mit dem gleich gleich, weil ich ein deriving EQ hatte. Ein deriving EQ auf meinem Move Data Type. Okay, alles klar. Ansonsten habe ich leider verloren. Und wenn ich hier weiter runter in meine Main-Funktion gucke, dann ist das hier vollkommen in Ordnung. Ein Outcome Paper Paper wird mir einen Outcome von dem Datentyp hier Wert generieren. Den kann ich Gott sei Dank anzeigen. Damit habe ich hier bei dem Print von Outcome Outcome kein Problem. Alles klar. Also Load, ich glaube, das heißt Deriving as File, genau. Main Function, ja, alles klar. Donnerstag ist kleiner Samstag, Aufzählung von Dienstag bis Donnerstag, Rückwärtsaufzählung der Arbeitswochentage, alles klar. Und Paper Paper in einem Rock Paper Scissor Game gibt mir einen Tie. So sieht das hier an der Stelle aus. Das ist der erste Einsatz unserer Data Declarations. Easy stuff? Ja? Okay. So, mit Data Declarations kann ich aber noch mehr machen. Ja, wenn ich mir auf die Syntax gucke, die war ja ziemlich flexibel. Ja. Bisher haben wir die Kollegen hier hinten, ja, dass meine Konstruktoren irgendwie Argumente haben, das haben wir bisher überhaupt gar nicht irgendwie zum Spiel gebracht. Auch dass vorne mein Typ, den ich da einfüge, T,
dass der auch Argumente haben kann, A1 bis AN, das haben wir bisher auch gar nicht benutzt. Dass ein Typ oder ein Typkonstrukt sozusagen Argumente haben kann, das verwundert niemanden. List of A, hier, das A, das ist so ein Typargument hier. Das Typkonstrukt ist Liste. Genau so ein A wäre das hier vorne. Ich kann mir also auch neue Typen bauen, die auch so parametrisiert sind und damit Container bauen, sozusagen. Listen von A. Was mir jetzt bauen kann, sind, was weiß ich, Bäume von A, alles von A. Ja? Alles klar, schauen wir mal. Hier ist ein anderes Beispiel. Ein Beispiel, das mir einen sogenannten Product Type baut. Der ist auch mit einer Data Declaration eingeführt. Ich konfiguriere die bloß anders, meinen neuen Datentyp. Okay? Ein Sum Type hatte viele Konstruktoren, 7 Stück im Fall von Weekday, viele Konstruktoren, die alle keine Argumente besitzen. Das sind Summentypen. Okay. Jetzt baue ich etwas anderes, das andere Extrem, ein Product Type. Der hat nur einen Konstruktor, aber der Konstruktor hat eine Menge von Argumenten im Allgemeinen. Das sind dann Product Types. Okay. Also hier, R gleich 1 heißt, ich habe nur einen einzigen Konstruktor, K1 sozusagen. Der hat aber mehrere Argumente. In meinem Beispiel hier unten, das ihr auf der Slide seht, genau 2 Stück. Okay. Damit baue ich, damit K1 konsumiert 2 Argumente und kann mir da irgendwie ein Paar irgendwie konstruieren aus dem ersten und dem zweiten Argument. Hier ist meine Definition meines neuen Data Types. Tatsächlich nur ein Konstruktor, aber mit 2 Argumenten. Okay? Und ihr seht, mein neuer Datentyp Sequence hier vorne, der hat sogar einen Parameter, der hier auf der rechten Seite auch wieder vorkommt. Das ist vollkommen in Ordnung. Okay, also nachher, wenn ich so einen Sequence-Data-Type benutze, kann ich mir einen Sequence von Int bauen oder einen Sequence von Bool. Dann steht A für Bool, ja, natürlich auch hier auf der rechten Seite. Okay, ansonsten alles wie gehabt. Ich will die Dinger nachher irgendwie vergleichen und anzeigen können. Ganz hervorragend, so bereite ich das vor. Was mein Sequence-Data-Type irgendwie in meinem Programm definieren soll, der soll eigentlich Werte darstellen, die genauso sind wie Listen. Okay, ihr seht schon hier, wenn ich auf die rechte Seite, auf die Definition gucke, ja, dann stecken in so einer Sequence auf jeden Fall Listen drin, aber noch ein bisschen mehr Informationen da, vorne, der eine Integer. Okay, und meine Intention ist, in so einer Sequence Listen aufzubewahren, aber explizit immer mit aufzubauen, wie viele Elemente sind in der Liste drin. Okay, vielleicht habe ich ein Programm, das mit Listen operieren muss, aber alle Nase lang, also alle paar Mikrosekunden, die Länge dieser Listen irgendwie feststellen muss. Klar könnte ich jetzt sagen, das ist kein Problem, nutzt doch die Length-Funktion. Okay? Aber die Length-Funktion hat eine Komplexität, die ist linear in der Anzahl der Elemente. Ja? Wiederholt, ja? Wiederholt nachzuzählen, wie viele Elemente sich in einer bestimmten Liste XS befinden, ist wasted effort. Ja? Ich würde das am liebsten nur einmal machen, mir merken, wie viele Elemente in XS drin sind und dann sehr effizient auf diese Längeninformationen zugreifen. Genau das möchte ich mit meinem Sequence-Data-Type implementieren. Ja? Wie komme ich an solche Sequence-Werte ran? Zum Beispiel hier, durch die Funktion fromList. Da gebe ich eine 0815-Liste rein, von der ich die Länge nicht weiß. Raus soll aber so eine coole Sequence kommen, in der die Länge explizit gespeichert ist. Ja, das geht natürlich so. Ja, du gibst mir eine Liste XS, dann speichere ich XS selber in der Sequence, aber zusätzlich auch die Länge von XS. Meine Hoffnung ist, dass ich die Länge von XS hier zum Zeitpunkt der Konstruktion genau einmal feststelle und dann nie wieder. Ja, und dann baue ich mir auf diesen Sequences, die explizite Längeninformationen tragen, baue ich mir dann noch weitere coole Operatoren. Was kann ich mit Listen machen? Ich kann zum Beispiel konkatenieren mit dem Plus-Plus-Operator, diesem Infix-Plus-Plus-Operator. Meine Sequences möchte ich auch gerne konkatenieren können. Mach mir halt so ein Plus-Plus-Plus. Okay, gehen 2 Sequences rein, jeweils mit Elementtyp A, kommt eine längere Sequence bei raus. Das ist die Implementation von dem Ding. Mit Pattern-Matching. Ja, ich arbeite mit Pattern-Matching auch auf meinen algebraischen Datentypen wie auf den eingebauten Datentypen. Also, das ist mein Infix++-Operator. Links geht eine Sequence rein, rechts geht eine Sequence rein. Ja, die speichern jeweils Listen der Länge der Elemente X, S, Y und S. Das ist die explizite Längeninformation. Was rauskommt, ist die längere Liste. Okay? Und offensichtlich ist das hier die neue Längeninformation. Die Länge hat sich natürlich an der Stelle addiert. Super. Ja, und das hier ist eine wichtige Operation. Sehr oft werde ich auf meine Sequences zugreifen und nur deine Länge raus operieren. Hier, das ist die Stelle, an der ich richtig Performance gewinne. Meine Len-Function auf den Sequences muss nicht in die Elemente der Listen selber reinschauen, kann einfach dieses Feld L auslesen und da ist es. Das ist O von 1.
Okay, so kann ich mit meinen Sequences hier programmieren und dann kann ich hier sowas zum Beispiel machen. Ja. Nimm mir zwei normale Listen, A bis M, N bis Z, das sind alle Buchstaben des Alphabetes. Daraus baue ich mir solche Sequences mit FromList. Die speichern die Längeninformationen explizit, konkateniere die, okay, und dann später, was ich mache, dann gucke ich auf die Länge, wird wohl 26 mal rauskommen, denn 26 Buchstaben gibt es im Alphabet. Habe ich auch mitgebracht, wäre noch schöner. Hier ist die Sequence, das Sequence-File, genau das File, das ihr gerade eben gesehen habt. Längen, einladen, hier ist Sequence. Main aufrufen, kommt 26 raus aus genau diesem Aufruf. Okay, das ist ein Product-Type, der hier einen Konstruktor bekommt, der hier so eine Kombination, in diesem Fall ein Paar aus Argumenten bekommt. Und aus diesem Paar von Argumenten baue ich mir eine Sequence. Genau wie ich mir mit Cons aus Kopf und Listenrest eine neue Liste gebaut habe, so baue ich mir aus dem Integer und der Liste von A's eine neue Sequence. Was ist die Signatur von dem Kollegen hier? Halt. Oh, jetzt muss ich auf den Dings umschalten hier. Warte mal, man kann noch beides gleichzeitig auf dem Bildschirm haben. Warte mal. Ja. Man glaubt es nicht, aber ich kann hier nicht. So. Oh. So und so. Alles klar. Hightech 2021, super geil. Ja, also, was ist die Signatur von S? S ist der eine Konstruktor, der Value-Konstruktor meines Sequence-Types. Welche Signatur hat er? Hau rein. Moment. Okay, int. Mega. Ja. Der hier war geschenkt, oder? Denn S ist ein Konstruktor meines neuen Datatypes Sequence von A. Konstruktoren sind die einzigen Wege, auf denen ich hier Dinge vom Typ Sequence von A konstruieren kann, aus der Luft gegriffen sozusagen. Tatsächlich musste das da hinten sein. Ja. Und klar, damit S seinen Job tun kann, braucht er zwei Parameter, einen Integer und eine Liste von A. Das sind genau der Integer und die Liste von A, die sich hier an der Stelle finden. Hervorragend. Du gibst mir einen Integer, so eine Länge der Liste und eine entsprechende Liste, dann baue ich dir daraus eine Sequence A. Das ist die Signatur von S. Hervorragend, ich danke dir. So. Genau, eins, meine Notizen sagen noch, die Haskeller da draußen haben so eine idiomatische Benennung der Value Constructors hier. Ja. Natürlich funktioniert das mit dem S, wir konnten das Programm ausführen, alles ist super, aber es ist gang und gäbe da draußen, ja, bei solchen Product Types, da wo es nur einen Konstruktor gibt, ja, den Konstruktor hier vorne genauso zu nennen wie den Typ-Konstruktor hier vorne. Okay, das ist kein Problem. Typ-Konstruktoren, der jetzt hier markiert ist in Orange, und die Value Constructors, die leben in verschiedenen Namespaces, Namensräumen in Haskell, die kollidieren nicht. So, wow, du kannst diesen Value Constructor aber nicht Foo nennen, es gibt doch schon einen Typ namens Foo. Ja? Der Value Constructor lebt in der Welt der Werte, der Typkonstruktor, hier der Orangene, lebt in der Welt der Typen, das sind separate Namenswelten in Haskell. Also, was tatsächlich idiomatisch ist, ist, dass die Haskeller hier das hier nehmen. Die schreiben da nicht, die schreiben das dahin. Okay, alles andere in diesem Programm bleibt gleich. Ja, man kann sich daran gewöhnen. Manche sagen, oh, dann weiß ich, guck auf das Wort Sequence, muss ich erst nachdenken, bin ich in der Welt der Werte oder Typen und so weiter. Man kann sich daran gewöhnen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das hier ebenfalls syntaktisch völlig in Ordnung ist und dass es da draußen die Gang und Gäbe ist. Also wenn ich das jetzt einlade, modulo irgendwelche Dinge, die ich jetzt gerade falsch gemacht habe, nee, funktioniert noch weiterhin ganz genauso. Das nur als Hinweis. Nicht, dass euch das irgendwie auf die Füße fällt. Also ich mache es mal wieder zurück hier. Alles klar. So. Das ist das. So. Ja. Und
Jetzt haben wir Some Types gesehen, die mit vielen Konstruktoren oder Argumente. Product Types gesehen, die mit einem Konstruktor und mit Argumenten. Ja. Jetzt gibt es natürlich die Zwischenwelten dazu. Ja, ich habe ein paar Konstruktoren, einige davon haben Argumente, einige davon haben keine Argumente. Das ist der generelle Fall von Data Declarations. Hier sind ein paar davon. Okay, das sind Data Declarations, die euch vielleicht sogar bekannt vorkommen, würde ich sagen. Das hier, das ist ein Sum of Product Type. Das ist kein Sum Type, denn mindestens einer der Konstruktoren hat ein Argument. Ja. Das ist kein Product Type, weil er hat mehr als einen, nämlich hier in diesem Fall genau zwei Konstruktoren sozusagen. Das ist ein Sum of Product Types. Der setzt sich zusammen aus dem plus dem. Okay. Und hier, der hat sogar, trägt irgendwie noch sogar noch irgendwie Informationen mit sich. Damit ich einen Maybe-A-Wert konstruieren kann, muss ich hier in dem Just-Fall tatsächlich einen A-Wert dem Konstruktor übergeben. Und wir hatten über diese Maybes schon gesprochen. Ja. Die erlauben mir, ja, ein Maybe-A erlaubt mir, hier dieses Nothing irgendwie darzustellen, aber auch einfach nur einen A-Wert. Das ist wie so ein optionales A. Vielleicht ist das A da, dann ist es einfach just A. Ja, vielleicht ist es aber auch nicht da, dann benutze ich den Nothing-Value-Konstruktor. Dem brauche ich keine Argumente zu geben. Geht auch gar nicht, weil ich gar kein A vor mir liegen habe. So kann ich optionale A's definieren in Haskell. Oder hier, entweder A oder B, either A, B. Okay. Ich kann mich hier entweder für die eine oder die andere Variante entscheiden. Einmal gebe ich den einen und einmal den anderen Argumenttyp hier in meine Konstruktoren und kann damit left A und right B jeweils Werte vom Typ either A, B konstruieren. Ja. Aber die Left-Variante kann ein A aufbewahren und die Right-Variante kann ein B aufbewahren. Kann ich mich jeweils neu entscheiden. Hervorragend. Alles klar. Und dann gibt es den hier. Das ist unsere gute alte Liste. Die eingebaute Liste, ja, mit den eckigen Klammern und Cons ist überhaupt nichts Spezielles. Das ist einfach nur syntaktischer Zucker eingebaut schon, eine Abkürzung für diesen algebraischen Datentyp hier, für die Listen von A. Eine Liste kann entweder nichts beinhalten, nil, zweimal eckige Klammer in der anderen Syntax, oder sie beinhaltet genau ein Element, ein Kopfelement, da ist es, und dann noch eine Restliste. Wenn ich bloß wüsste, wie ich eine Liste irgendwie darstellen soll, ah ja, weiß ich, List A, baue ich gerade, das hier ist ein rekursiver algebraischer Datentyp. Die Restliste ist natürlich wieder eine Liste, die entweder wieder ein Nil sein kann oder ein Cons sein kann. Im Cons-Fall haben wir sogar noch ein zweites Element. Ja, ein zweites Element, das dann wieder in seinem Listenrest sich dafür entscheiden kann, ob denn da vielleicht ein Nil steht oder wieder ein Cons und so weiter. Ihr könnt euch schon denken, wie ich so beliebig lange Listen konstruieren kann. Okay, das ist der algebraische Datentyp für Listen über dem Elementtyp A. Der ist rekursiv, hier Achtung, genau an der Stelle. Okay, also hier steht ein Typ 1, der Argumente von Cons. Ja, ich kann mich dabei auf den Typ, den ich hier gerade erst definiere, gleichzeitig rekursiv beziehen. Super spannend. Okay, damit ist klar, die eingebauten Listen, die hätten wir an der Stelle überhaupt gar nicht gebraucht. Übrigens, diese Maybe A und Either A, B-Typen sind auch vordefiniert schon in Haskell. Ja, ich könnte sie mir so definieren, sofort hinschreiben. Ich hätte bloß ein Problem mit dem entsprechenden Namen der Typ- und Value-Constructors. Die sind nämlich schon vordefiniert. Ja, ich müsste irgendwie andere Namen wählen. Dafür, dass sie aber schon vordefiniert sind und vom System her mitkommen, bekomme ich auch Service. Ja, wenn ich hier mal zurückgehe in mein GHCI und mal das Browse-Kommando benutze, das übrigens auch im Forum schon mal nachgefragt wurde. Mensch, wenn ich ein Modul habe, ja, so eine Sammlung von Haskell-Funktionen, wie kann ich denn da reinschauen und irgendwie mal anschauen, eine Liste aller definierten Funktionen in dem Modul irgendwie anzeigen? Das Doppelpunkt-Browse-Kommando in GHCI erlaubt das. Okay. Und es gibt ein ganzes Modul, das heißt Data Maybe. Ja. Da sind die ganzen Funktionen zusammengesammelt, die irgendwie mit solchen Maybe-A-Werten zusammenarbeiten. Ja, weil das ein vordefinierter Datentyp ist, kriege ich gleich eine ganze Bibliothek von Funktionen mit. Ja, das sind Funktionen, die über den Maybe-Datentyp definiert sind. Zum Beispiel die beiden hier, isJust und isNothing, da steht der Name schon fürs Programm sozusagen. Jeder von euch kann sofort sagen, was da an der Stelle irgendwie passiert in diesen beiden Funktionen. Ja. Oder, lass uns mal. Und übrigens seht ihr hier unten auch die Definition. Das ist die Definition, die in Haskell eingebaut ist, genau die, die auf der Slide steht. Überhaupt nichts Magisches. Lass uns mal in das Data Either-Modul reinschauen. Sorry,
Zack. Ja, das sind die Funktionen, die für either definiert sind. Hier ist die Definition genau die, die wir gerade eben gesehen haben von unserem Sum of Product Type. Was macht die Funktion hier? Either. Die, die ich jetzt gehighlightet habe. Ja, entweder sind Haskell-Freaks anwesend und ihr habt die Either-Funktion, was weiß ich, könnt ihr nach dem dritten Weizenbier irgendwie vorbeten, nachts, wenn ich euch wecke. Ja, kein Problem. Oder ihr guckt auf die Typsignatur von der Either-Funktion und leitet aus der Typsignatur von dieser Either-Funktion ab, was die macht. Aus der Typsignatur müsste man eigentlich sogar die Definition der Either-Funktion irgendwie hinschreiben können. Was, könntest du das? Okay, sauber. Klar, lass mich mir kurz wieder mein Hightech-Setup hier sozusagen installieren. Ah, nee, ich kann ja, was ich auch machen kann, ist, ich kann natürlich irgendwie hier in den Editor gehen und was eintippen. Stimmt, geht ja auch. Okay, also, komm. Den klauen wir uns. Okay, jetzt. Okay, das sind die beiden Parameter von either, genau. Ich nenne die mal f und g, okay? Ja. Und dann, wir dann von either ab nach c kommen wir raus. Ja, das hier ist das dritte Argument, würde ich mal sagen, von either, ja. Currying und so, klar, kann man sagen, jede Funktion hat immer nur ein Argument und so, bla bla. Aber das wäre das dritte Argument, das hier an der Stelle irgendwie hier stehen müsste. Und dann würden wir irgendwas berechnen, oder? So geht doch eigentlich die Definition weiter. Was würdest du hier vorschlagen an der Stelle? Da, wo jetzt der Cursor blinkt, für die drei Punkte. Wir definieren Funktionen über unseren selbstgebauten algebraischen Datentypen mit Pattern Matching. Genau wie wir das ja, mit den eingebauten Listen und so weiter machen. Mhm. Hier an der Stelle muss ein either AB-Wert stehen. Wie viele Arten gibt es, either AB-Werte zu konstruieren? Wie viele Arten? Left A oder right B? Zwei Arten. Ja? Die eine Art ist, genau wie der Kommilitone sagt, mit Left. Ich schreibe mal Left X hin hier, sozusagen. Okay. Die andere Art ist, mehr gibt es gar nicht. Genau. Wenn es left ist, dann wenden wir die Funktion f an. Und wenn es right ist, dann wenden wir hier an. Fertig. Ja. Either AB gibt mir einen Wert in der Hand, der die eine oder die andere Form haben könnte. Jetzt werde ich, wenn ich mit solchen Werten umgehe in meinem Haskell-Programm, werde ich mich laufend dabei ertappen, irgendwie so Fallunterscheidungen zu machen. Ah, herrscht der linke oder der rechte Fall vor und so weiter. Diese Fallunterscheidung, die ist verkörpert genau von dieser Either-Funktion da an der Stelle. Ja, die ist darauf vorbereitet, entweder F oder G anzuwenden, je nachdem, wie das dritte Argument aussieht. Und genau das macht sie ja an der Stelle auch. Okay. Ja, und das hat sich alles eigentlich ergeben aus der Typdefinition, die wir da oben gesehen haben. Man könnte sogar noch cooler sein und dann hier jeweils die Funktion, die keine Rolle spielt, irgendwie mit Wildcard irgendwie. Ja. Aber das ist die Definition von Either. Abgeleitet aus ihrem Typ. Ganz hervorragend. Okay, wir machen gleich Pause. Ist jetzt eine gute Zeit für die Pause? Halt, wir machen gleich Pause. Wir können unser neues Wissen über Maybe benutzen, um den hier, einen Kollegen aus einer vergangenen Zeit, warte mal, so, zu reparieren, den hier. Die etwas fragwürdige Definition unserer Age-of-Funktion. Könnt ihr euch noch erinnern? Die Age-of-Funktion guckt in so einem Dictionary von Tupeln nach, ja, guckt nach einem bestimmten gegebenen Namen P, ja, und falls der Name P gefunden wird, wird das Alter der entsprechenden Person, Chewy ist zum Beispiel 200, ja, ausgegeben. Die Argumente von meiner Age-of-Funktion sind hier tatsächlich vorne dieses Dictionary, diese Liste von Tupeln da oben und die Person, die ich suche, und dann wird das entsprechende Age ausgegeben. Die Definition hier haben wir schon gesehen. Ja, und wir hatten auch schon gesagt, ey, die ist aber irgendwie ziemlich fragwürdig. Ja, was passiert zum Beispiel in dem Fall hier unten? Ja,
Du suchst nach einer Person in dem People Dictionary, da oben, Zeile 9, ist das People Dictionary definiert. Grogu, ja, Grogu kommt da oben nicht vor. Okay, sollte vorkommen, weil er so niedlich ist. Ja. Wenn ich dieses Programm ausführe, habe ich ein Problem zur Laufzeit. Typen korrekt ist das alles. Das ist Age of, glaube ich. Wenn ich das ausführe mit Main, habe ich zur Laufzeit ein Problem. Non-exhaustive patterns in function Age of. Die 200 für Chewie, die hier, die konnte noch nachgeschlagen werden. Wenn es darum geht, den Grogu nachzuschlagen, der da oben nicht auftritt, dann habe ich tatsächlich ein Problem. Alles klar. Ja. Die Age-of-Funktion müsste darauf vorbereitet sein, mir eine Antwort zu geben, die heißt, konnte die Person nicht finden. Ja, ich kann das Alter für dich nicht bestimmen. Okay. Also hier, Age-of so zu definieren, mit dem Versprechen, du gibst mir so ein Dictionary und eine Person, dann gebe ich dir ein entsprechendes Alter zurück, ist ganz schön bold. Ja? Behauptet zu viel. Vielleicht kann mir Age-of so ein Alter zurückgeben. Dann kann ich meinen neuen Data Constructor hier an der Stelle, meinen neuen Type Constructor maybe R verwenden. Und zwar hier als maybe age. Vielleicht, ja, vielleicht hat tatsächlich age of die Möglichkeit, mir ein entsprechendes Alter zurückzugeben. Hier, an der Stelle zum Beispiel. Da habe ich das Alter gefunden, das Alter A gefunden. Jetzt kann ich kein A mehr zurückgeben. A ist ein age. Ich muss jetzt ein maybe age zurückgeben und das ist just A. Und der hier, der Fall. Das ist der üble Fall. Du gibst mir irgendeine Person, mir ist eigentlich ziemlich egal, wie die heißt. Ja? Und ich habe das ganze Dictionary schon durchsucht, ja? Und habe die ganzen Einträge, die nicht passen, schon weggeschmissen. Hier, in diesem rekursiven Fall schmeiße ich immer das erste Tupel, auf das offensichtlich nicht, nachdem nicht gesucht wurde, schmeiße ich weg. Und ich konzentriere mich auf das Rest-Dictionary. Irgendwann habe ich so viel weggeschmissen, ja, dass mein Rest-Dictionary leer ist. Dann ist es mir ziemlich egal, was ich suche. Ja, dann kann ich dir einfach nicht erfolgreich antworten und dann kann ich hier mit nothing antworten. Okay, und das hier ist ein Wert vom Typ maybe age. Ja, das ist der eine Value Constructor von maybe age. Das ist der andere Value Constructor von maybe age. Wunderbar, das passt vom Typsystem her ganz hervorragend. Okay, alles klar. Wenn ich das jetzt nochmal abspeichere und nochmal reloade hier, dann sieht es besser aus und dann mache ich meinen Main. Ja, und dann kommt im Fall für Chewie raus just 200, okay, und im Fall von Grogu nothing. Ja, keine Antwort, die mir Age of an der Stelle irgendwie liefern konnte. Alles klar. So, Fragen dazu? Komm, lass mal bis Viertel nach Pause machen. So, jetzt haben wir gerade den letzten paar Minuten vor der Pause auf Maybe und Either geguckt. Jetzt lass uns noch mal kurz auf den hier schauen, von dem ich behaupte, Mensch, da brauchst du eigentlich gar keine eingebauten Listen. Du kannst auch hier meinen neuen Datatype List of A, von dem hier spreche ich jetzt, benutzen. Der ist genauso gut wie Listen. Alles, was du mit dem machen kannst, kannst du mit den eingebauten Listen machen und andersrum, ob du die einen hast oder die anderen. Egal. Ja, die eingebauten Listen mit eckigen Klammern und dem Cons sind wir nicht speziell. Okay, da würde ich gerne nochmal mit euch drauf schauen. Dazu habe ich nämlich einen Pfeil mitgebracht, in dem sich genau die Definition von diesen Listen, wie sie auf der Slide gefunden war, irgendwie findet. Und was ich auch mitgebracht habe, sind zwei Funktionen, toList und fromList. Den roten Kasten hier bitte mal ignorieren. Ja. toList und fromList, die jeweils von einer normalen Liste, so wie sie eingebaut ist in Haskell, in eine Liste, so wie ich sie mir jetzt gerade mit der Data Declaration gebaut habe, abbilden und andersrum. Ja, du gibst mir so eine hausgemachte, self-made Liste, dann baue ich daraus für dich eine, so wie sie Haskell irgendwie kennt. Okay? Und
Natürlich kann ich diese, wenn ich die Signaturen dieser Funktionen anschaue, die Typen dieser Funktionen anschaue, dann kann ich die super miteinander kombinieren oder komponieren. Und zwar sogar auf zwei verschiedene Arten. Ja? Erst from list, okay, und dahinter dann to list, das passt von den Typen her. Andersrum geht es aber auch. Erst to list und dahinter dann from list. Okay? Und wenn man sich anschaut, wie die sich verhalten, ja, was die tatsächlich berechnen, sowohl in dem einen als auch in dem anderen Fall, ist das jeweils die Identität. Ja, okay, also hier. Ich gehe erst aus der Welt meiner hausgemachten Listen in die Welt der Haskell-Listen und dann gleich wieder zurück. Ja, dann bekomme ich eine hausgemachte Liste, die genauso aussieht wie die, die ich vorne reingesteckt habe. Da ist nichts verloren gegangen, keine Elemente sind umsortiert worden oder sind irgendwie hinzuerfunden worden. Das ist die Identität dieser Komposition. Und genauso hier. Ich starte in der Welt der Haskell-Listen, bewege mich temporär in die Welt meiner Listen, die ich mir selber gebaut habe, finde dann den Weg wieder zurück und dann kriege ich wieder eine Haskell-Liste, die genauso aussieht, wie sie vorher aussah. Okay, ich verliere nichts. Ja. Ich kann von dem einen in das andere, von dem anderen in das eine mappen, sozusagen die beiden Typen, eckige Klammern von A, eingebaut in Haskell, und mein Typ, List von A, sind isomorph, wie man auch sagt, sind gleichgestaltig. Ob du den einen benutzt oder den anderen, Wumpe, egal. Training. Was ist der Typ von dieser Identity Function, die ich hier habe? Links von dem doppelten Doppelpunkt. Kann man ablesen, indem man einfach nur die Typen von From und To List einsetzt, quasi. Bitte. Eine Identity Function hat genau ein Argument und gibt mir genau ein Resultat zurück. Das, was du mir gerade beschrieben hast, ist eine Curried Function mit zwei Argumenten. Das kann nicht sein. Jetzt musst du mir noch genauer sagen, von welchem sprichst du, von dem eckigen Klammern List A oder von dem mir selbst? Von List ausgeschrieben. Okay. Genau. Ja, der hier. Der konsumiert nämlich so eine selbstgebaute Liste. Ja, geht temporär in die Welt der Haskell-Listen, bevor der mich dann wieder in die Welt der normalen Listen zurückbringt. Und der hier, das ist genau das Gegenstück. Das ist die Identität auf den Haskell-Listen. Ja, aber hey, das sind zwei Datentypen, der eine von eingebaut, der eine von selbstgebaut, die sind vollkommen isomorph. Dieses Paar von Kompositionen, die beide die Identität ergeben, ist der Beweis dafür, dass die beiden isomorph sind. Wenn sie tatsächlich so cool isomorph sind, ja, dann müsste ich eigentlich doch all das, was ich mit den eingebauten Listen machen kann, ja, das müsste ich doch dann eigentlich auch mit den selbstgebauten Listen machen. Also wenn ich an Listen denke, an den eingebauten Listen und welche Funktionen ich da normalerweise drauf habe, welche Operationen ich damit durchführe, dann fällt mir sofort Map und Filter ein. Also komm, lass uns das mal kurz beweisen. Lass uns kurz eine Variante von Map bauen, die nenne ich mal MapList. Die funktioniert nicht auf den eckigen Klammerlisten, sondern funktioniert auf meinen Listen. Aua. Ja, also hier, das wäre die Signatur von dem Ding. Du gibst mir eine Funktion und eine Liste von solchen A-Werten und was dann rauskommt, ist eine Liste von B-Werten. Und zwar natürlich alles in meiner Welt, meiner Listen sozusagen, gedacht. Mag jemand die Funktion, wie soll ich sagen, diktieren? Ich weiß, wir bekommen Geld dafür, aber ich kann ja schon mal anfangen. Ja. Und ich kann mir auch schon denken, wie viele Cases, wie viele Branches sozusagen, wie viele Pattern Matching Cases ich für meine MapList-Funktion benötige. Es gibt nämlich genau zwei Arten, auf die ich einen Wert des Typs List A, mein List A, konstruieren kann. Hier sind die beiden Arten. Es gibt nur diese Art, den zu konstruieren mit nil, oder diese Art, nämlich mit cons zu konstruieren. Gibt keine anderen. Ja, kann mich schon mal darauf vorbereiten, dass das Ding hier zwei Cases haben wird. Wer weiß, was auf der rechten Seite steht, wenn ich es wüsste, wäre super. Ja, hier vorne das erste Argument, das ist die Funktion f, die ich über die Elemente meiner Liste irgendwie drüber mappen will. Hier f, f. Okay. Hier, da wo jetzt die Punkte eingetragen werden, wo jetzt gleich der Cursor blinkt, hier, da muss ich Pattern spezifizieren, die mir die eine Art Listen zu konstruieren und die andere Art Listen zu konstruieren irgendwie widerspiegelt. Ja, die Definition des Datentyps,
prägt die Struktur von Funktionen über diesem Datentyp auf. Das ist eine der großen Ideen aus der Informatik 1. Sieht hier in Haskell eigentlich ganz ähnlich aus an dieser Stelle jedenfalls. Jemanden Idee? Okay. Dann können wir zum Beispiel können wir fancy sein und das F irgendwie, das ist unser Jahr an der Stelle, sauber. Und das andere wäre dann der Konstfall. Und dann wäre es einfach Konst von FXS und MapList. So? Genau. Ja, fertig. Ja. Das ist die 0815 Map, weiß nicht, musstet ihr nicht sogar Map irgendwie nachprogrammieren auf dem letzten Übungsblatt und so weiter? Ja, also einfach nur abschreiben da an der Stelle, fertig, in Anführungszeichen. Ja, das ist die Map-Funktion auf meinen eigen eingebauten Listen. Komm, die können wir gleich zum Fliegen bringen. Hier unten habe ich ja schon ein bisschen was vorbereitet. Da mache ich einmal diesen Weg von den Haskell-Listen in meine Listen, okay, und dann wieder zurück. Ich hoffe, da kommt die Liste 1 bis 5 raus, ja. Und dann habe ich hier hinten schon als Vorbereitung, ja. Gib mir mal eine Liste von solchen, aus der Welt der Haskell-Listen, mit ToList bin ich in meiner Welt, okay, also hier, damit bin ich einfach nur faul, lass mir eine Haskell-Liste geben und wandle die in meine Listen um und dann komme ich mit meiner MapList-Funktion, die mir der Kommilitone gerade diktiert hat, die Funktion, die ich drüber mappe, ist Ort. So dieses Prädikat hier, da müsste eigentlich so eine Liste von Trues und Falses rauskommen. Und zwar eine Liste nach meiner alten, nach meiner eigenen eingebauten Art. Kommen die jetzt modulo irgendwelche Dinge, die wir da eingebaut haben, die falsch gelaufen sind. Nö, sieht gut aus. Main. Alles klar. Hier oben kommt die Liste 1, 2, 3, 4, 5 zurück, weil wir hier ein bisschen diese Identität angestrengt haben. Hervorragend. Hier unten kommt die Liste aus lauter Booleans zurück. 1 ja, ist Ort tatsächlich true, 5 ist Ort, da hinten true, irgendwie hier die 4 ist nicht Ort, die false und so, sieht gut aus. Ja, muss zugeben, die Ausgabe sieht nicht ganz so cool aus wie die von den eingebauten Listen, aber hey, ja, ich kann euch sagen, wir könnten noch eine viel coolere Ausgabe für unsere eingebauten, für diese neuen selbstdefinierten Listen definieren. Wir dürfen bloß nicht Deriving Show benutzen, ja, aber dazu kommen wir, glaube ich, in der nächsten Vorlesung. Okay, das war das. Wenn wir Map-List bauen können, dann können wir auch Filter-List bauen. Und wer jetzt denkt, boah, langweilig, der hat dann genau den pädagogischen Kern dieser 3 Minuten sozusagen erkannt. Ja? Also hier, ich schenke euch die Signatur und ihr schenkt mir die Definition der Funktion. Ich fange schon mal an, weil ich jetzt gemerkt habe, wir bewegen uns hier in einem völlig ja, systematischen Teil der Vorlesung, in der die Struktur der Datentypen mir vorschreibt, wie die Struktur der Funktionen über diesen Datentypen aussieht. Wie sieht es aus mit Filterlist? Ja, Filter, Prädikat P, nur die Elemente, die das Prädikat P erfüllen, die sind nachher im Ergebnis zu sehen. Klar ist, das sind die beiden Fälle, die mich treffen können, oder? Pattern Matching auf diesem Sum of Product Type, auf den beiden Konstruktoren, mehr habe ich gar nicht. Bitte. Okay, wenn ich aus der leeren Liste etwas mit Prädikat P raussortieren will, kann ich keine Elemente bekommen, oder was? Das bleibt nil. Können sogar hier unspezifisch bezüglich P sein. Okay, und der zweite Fall? Also da gibt es nochmal 2 Fälle, wenn P von X gilt. Okay. Prädikat auf X gilt, auf dem Kopf gilt, dann, sorry für die ganzen, okay. Dann Konst X filtern sich. Und der andere Fall ist,
Und wieder ist das die 0815-Definition von Filter an allen Stellen, wo ich sonst für meine eckigen eingebauten Listen eckige Klammern geschrieben hätte, schreibe ich jetzt nil. An allen Stellen, wo ich sonst den Infix-Operator const Doppelpunkt benutzt hätte, benutze ich jetzt meinen anderen Konstruktor, der zu meinen Listen gehört, const. Ansonsten ist das genau das gleiche Ding an der Stelle. Okay. Ja. Kurz gucken, ob wir das wenigstens kompilieren können. Großes Beispiel brauchen wir dafür nicht. Könnt ihr euch selber bauen. Alles da. Okay. So langsam glaubt man, dass meine Listen das gleiche leisten können wie die eingebauten Listen. Komm, jetzt definieren wir noch Length und Sum und was weiß ich, was uns alles noch an Max und alles, was wir noch irgendwie noch Cooles machen können auf meinen neuen Listen sozusagen. Dann wird es dann tatsächlich irgendwann ziemlich langweilig. Bitte. Könnte man nicht auch was nehmen, dass man sagt, man nimmt eine Funktion, die auf den alten Listen funktioniert und überträgt sie auf die neuen Listen, indem man einfach die neuen Listen auf die alten Listen abbildet und dann die Funktion anwendet und dann wieder zurück abbildet? Genau. Genau das ist der Plan. Das ist der Plan, den du jetzt gleich auf der nächsten Slide sehen wirst sozusagen. Um mich davor zu beschützen, die Funktionen wie Map und Filter und Sum. Normalerweise eigentlich jetzt in unserem Beispiel, was Funktionen, die von Listen auf Listen abbilden, um die alle wieder nachzuimplementieren auf meinem neuen Datentyp, sondern das kann es irgendwie nicht sein. Und der Kommilitone schlägt vor, nee, bedien dich doch der Beobachtung hier, dass du temporär von der Welt deiner Listen in die Welt der Haskell-Listen umschalten kannst. Das machen wir dann. Dort benutzen wir die Operationen, die uns schon vorimplementiert sind, die Map- und Filter-Operationen aus dem Baukasten von Haskell selber. Wenn die ihren Job getan haben, dann gehen wir wieder zurück in die Welt meiner eigenen Listen. Das ist genau das, was auf der Folie hier steht. Ja. Tatsächlich ist dieser eingebaute Listentyp ADA wirklich überhaupt nicht speziell. Ja. Und ich kann das jetzt noch weiter nachweisen, indem ich genau das Rezept verfolge, das der Kommilitone hier sagt. Irgendwie. Ich würde gerne eine Funktion definieren, die mir solche selbstdefinierten Listen nimmt. Ja, und mir natürlich auch eine selbstdefinierte Liste nachher wieder ausgibt. Dazwischen möchte ich irgendwie eine Funktion g implementieren. Ja, und g könnte Map sein, g könnte Filter sein. Und wie das geht, manuell, zu Fuß, haben wir gerade eben an den beiden Funktionen Mapless und Filterlist irgendwie durchexerziert. Der Weg, den der Kommilitone vorschlägt, ist, ja, geh doch einfach aus der Welt, temporär jedenfalls, in die Welt der Haskell-Listen. Dort gibt es so eine coole Bibliothek aus listenverarbeitenden Funktionen, Map und Filter zum Beispiel. Okay, F nenne ich die an der Stelle. Da kommt dann natürlich eine Haskell-Liste raus, wäre ja noch schöner. Ja, aber dann gehst du zurück. Du gehst dann zurück in die Welt der Listen mit hier mit unserem eingebauten To-List, nicht eingebaut, selbstdefinierten To-List. Und dann habe ich über diesen Umweg hier ja, genau mein G definiert. Das hier ist der Umweg übrigens. Ja, erst mit Formlist auf die rechte Seite wechseln, F schon vordefiniert, super, mit To-List wieder auf die linke Seite des Diagramms rüber wechseln, da passiert genau das Gleiche. Okay, ja, das hier, solche Diagramme mit solchen, hier, wo sich hier an den entsprechenden Knotenpunkten, in diesem Fall jetzt Typen befinden, ja, und die entsprechenden Pfeile zwischen diesen Typenfunktionen darstellen, das ist, ja, ein bestimmtes Diagramm, das ja, Leute, die irgendwie Kategorientheorie irgendwie schon mal gehört haben hier an der Universität, würden sagen, oh, die Typen, ja, die Typen, das sind irgendwie die Objekte in meiner Kategorie und das sind die Arrows oder die Pfeile meiner Kategorie. Und wer so darüber nachdenkt oder wem das hier suggeriert wird, der liegt an der Stelle ganz genau richtig. Ja. Das ist ein sogenanntes kommutatives Diagramm, das sagt der Punkt hier in der Mitte, ob ich diesen Pfeil gehe oder die drei Pfeile hier und damit an dem gleichen Zielpunkt anlaufe, das bedeutet genau das Gleiche. Okay, und das können wir doch benutzen, um uns echt Arbeit zu sparen. Die Idee hier, diesen Umweg hier rumdrum zu laufen, die würde ich erstmal versuchen in Code zu gießen. Und das Ding würde ich hierhin schreiben, die Funktion. Ich nenne die mal LiftList, die Funktion. LiftList soll eine Funktion sein, die mir erlaubt, eine bestehende Funktion in Haskell, eine bestehende listenverarbeitende Funktion in Haskell, zu liften, irgendwie sozusagen hochzuheben auf die Ebene, dass sie mit meinen eigenen selbstdefinierten Listen irgendwie funktionieren kann. Pass auf, also diesem Liftlist werde ich eine bestehende Funktion geben aus Haskell, die auf den Haskell-Listen irgendwie arbeiten kann.
Und dann soll mir LiftList bitte daraus etwas machen, was diese Signatur hat. Ja, aus der Haskell eingebauten Listenverarbeitungsfunktion wird eine, die auf meinen selbst definierten Listen irgendwie funktioniert. Am besten diesen Typ so in zwei Zeilen lesen. Das ist das, was Haskell mir gibt. LiftList macht mir daraus dann das da. Cool, automagisch. Ja. Und bewahrt mich davor, jedes Mal irgendwie MapList und FilterList und sowas irgendwie explizit nachprogrammieren zu müssen. Und LiftList implementiert genau dieses kommutierende Diagramm da an der Stelle. Du gibst mir eine Funktion f, okay, und was ich dann machen werde an der Stelle ist, erstmal mit FromList aus der Welt der, hier, aus der Welt dieser Listen in die Welt der Haskell-Listen zu gehen. Dann kann ich f anwenden, denn f ist eine Funktion auf eingebauten Listen. Und dann habe ich sowas hier in der Hand, wenn f seinen Job getan hat. Möchte ich aber nicht, möchte gerne das da haben nachher. Dann gehe ich mit ToList wieder zurück. Fertig. Was ich jetzt noch hinschreiben könnte, ist, hier müsste ich eigentlich meine eingebaute Liste irgendwie hinschreiben. Und hier müsste ich das so einklammern und das XS da hinschreiben. Jetzt kann man vielleicht die Funktion irgendwie besser erkennen. Noch klar, was da passiert? Das implementiert dieses kommutative Diagramm. Das ist der Umweg hier. Das ist die Funktion G, die ich definiere sozusagen. Ich gehe auf die rechte Seite des Diagramms, dann gehe ich den Pfeil nach unten mit F, existiert schon, und dann gehe ich mit ToList wieder auf die linke Seite des Diagramms rüber. Das ist genau dieser Umweg, den ich an der Stelle definiere. Ja? Und das ist echt klasse für mich, weil der ist schon definiert, der ist schon definiert. Das ist eine Funktion, die wahrscheinlich aus der Welt von Haskell kommt. Alles ist schon irgendwie fertig und so weiter. Daraus baue ich mir automatisch eine Funktion, die auf meinen eigenen Listen definiert hier ist. So. Und jetzt eine Frage an euch. Verwirrt es euch, wenn ich das hier schreibe? Oder wollen wir es lieber nicht so schreiben zu diesem Zeitpunkt? Das bedeutet genau das Gleiche. Kann man sich überlegen. Aber lieber noch erstmal in der anderen Variante. Wir schreiben es erstmal noch in der anderen Variante hin. Wir kommen dann, warum das Gleiche ist, können wir vielleicht irgendwie mal entweder in Übung besprechen oder auch hier in der Vorlesung mal. Okay. LiftList, super, bitte. Wenn ich jetzt eine Funktion wie zum Beispiel Cat machen wollen würde, dann würde ich dafür doch eine andere Funktion. Brauchst du einen anderen Lifter sozusagen? Ja? Brauchst du einen anderen Lifter, weil Head passt nicht hier drauf und auch das ist nicht das, was du an der Stelle willst sozusagen. Das ist ein Listenfunktionen-Lifter sozusagen. Gute Beobachtung. Der ist also ein bisschen beschränkt sozusagen in dem, was er tun kann. Der kann mir eine Funktion von der Signatur, nur Listenverarbeiter kann der mir liften. Aber zwei Listen, solche Listenverarbeiter, man sieht das schon hier hinten. Ja? Zwei solche Listenverarbeiter, die haben wir hier schon zu Fuß definiert. Ja? Jetzt würde ich vorschlagen, wir machen ein MapList Prime oder MapList Strich sozusagen. Ja? Und oh, was war das denn? Und da ist es. Fertig. Ja. Du gibst mir so eine selbstgebaute Liste. Das ist so eine listenverarbeitende Funktion. Das ist eine Funktion, die irgendwie Elemente, lass uns das hier kurz, die Signatur können wir oben runterklauen. Siehst du? Wäre besser gewesen, wenn ich sie hingeschrieben hätte. So. Das F hier, das ist so eine Funktion, die mir die einzelnen Listenelemente abbildet sozusagen. Das XS hier ist eine eingebaute Liste, ganz hervorragend. Wie implementiere ich das? Indem ich LiftList benutze. LiftList braucht eine listenverarbeitende Funktion hier. MapF ist eine, die eine eingebaute Liste in eine andere eingebaute Liste irgendwie umwandelt, ganz hervorragend. MapF ist von dieser Art, ja, und dann kann ich LiftList den Rest der Arbeit tun lassen. Und mit FilterList ist das ganz genauso. So, tschupp. Wir müssen hier bloß ein Prime dran setzen, sonst haben wir doppelte Definitionen für das gleiche Ding. Also FilterList, natürlich kommt ein Prädikat vorne rein und eine eingebaute Liste, alles klar. Will ich nicht nochmal neu programmieren, mache ich einfach so, hier ist ein Filter P, fertig. Super, danke LiftList, ja, hat mir viel tedious work irgendwie abgenommen an der Stelle.
Und ich hoffe mal, wenn wir jetzt hier unten mit MapList Prime daherkommen, dass uns das Ding nicht um die Ohren fliegt. Reload. Wo habe ich den spliced? Wo habe ich ihn mir noch eingefangen? Oh Gott, was ist das denn? Okay, alles klar. Hammerhart. Zu viele magische Tastenkombinationen, die ich mir irgendwie konstruiert habe. Sozusagen, das ist genau das, was ich an der Stelle verdient habe. Nichts anderes. Funktioniert immer noch. Super. So. Ein Beispiel, glaube ich, habe ich noch für heute. Jedenfalls können wir den Anfang dieses Beispiels irgendwie bauen. Ist auch mal ein anderer Beispiel für den Einsatz von algebraischen Datentypen. Ja. Haskell ist die Sprache. Haskell ist die Sprache, um Interpreter oder Compiler zu bauen, sozusagen. Ja, du gibst mir die Repräsentation eines Programmes, ja, dann schreibe ich mir ein Haskell-Programm, das dieses Programm in Maschinencode kompiliert oder dieses Programm interpretiert, sozusagen. Ja. Algebraische Datentypen sind nämlich super, um irgendwie Abstract Syntax Trees oder Operatorbäume oder interne Darstellungen von Programmen irgendwie zu repräsentieren. Ja, wenn ihr den Flur runtergeht und ihr kommt in die Räume meines Lehrstuhls sozusagen und guckt den Jungs, seid ihr nur Jungs, die da arbeiten, über die Schulter, dann werdet ihr sehen, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Die schreiben Haskell-Programme, die irgendwie die interne Darstellung von Ausdrücken oder von Programmen durch die Mangel drehen und andere Programme irgendwie raushauen am Ende. Bei uns sind die Eingabeprogramme auf SQL und das, was unten rauskommt, ist meist auch wieder SQL oder eine Variante davon und so weiter. Ist aber egal. Das ist genau das, wofür wir Haskell einsetzen, und Haskell ist die Sprache, um Compiler oder was zu bauen. Lass uns das mal kurz explorieren hier in diesem Mini-Beispiel. Was ich mir nämlich gebaut habe, ist ein algebraischer Datentyp, den ich benutzen kann, um Expressions darzustellen. Einfach nur arithmetische Ausdrücke. Arithmetische Ausdrücke können in verschiedenen Formen daherkommen. Ja, das können zum Beispiel einfach nur Zahlen sein, können aber auch eine Addition oder eine Multiplikation sein. Es gibt verschiedene Formen von arithmetischen Ausdrücken, die ich gerne darstellen würde in meinem Programm. Okay. Und ja, für jede dieser Formen werde ich mir einen eigenen Value Constructor hier hergreifen. Ich baue also einen neuen Datatyp exp für Expression. Okay. Und hier seht ihr, das sind Literale oder Konstanten, die ich darstellen kann. Ich kann Addition, ich kann aber auch Multiplikation oder Subtraktion in meiner kleinen mini-arithmetischen Sprache irgendwie darstellen. Okay. Ein Literal, damit ich das darstellen kann, braucht einfach nur einen Wert des Typs A. Das A wird wahrscheinlich irgendwas Numerisches sein, vielleicht ein Integer oder ein Float. Damit kann ich einfach Konstanten, Literale, Werte darstellen in meinen arithmetischen Ausdrücken. Das sind die einfachsten arithmetischen Ausdrücke, die ich mir vorstellen kann. Sobald ich schon eine Addition, also Additionsausdruck irgendwie darstellen möchte, also hier sowas zum Beispiel, Ausdruck 1 plus Ausdruck 2, das möchte ich hier an der Stelle darstellen, ja, werde ich mir einen anderen Konstruktor greifen, der braucht offensichtlich, damit ich irgendwie die notwendigen Details irgendwie mitgeben kann, die Möglichkeit, einen linken und ein rechtes Argument für meine Addition irgendwie darzustellen. Das sollen wieder irgendwie allgemeine Ausdrücke sein. Also werde ich hier rekursiv wieder das exp a benutzen. Okay? Ja. Und das ist bei den anderen arithmetischen Operatoren, bei diesen binären Operatoren ganz genauso. So ein binärer arithmetischer Operator braucht zwei exp a, zwei Ausdrücke des Typs exp a, damit er irgendwie seinen Job tun kann. Okay, fertig. Das ist schon die Definition meiner Abstract Syntax Trees, der internen Repräsentation von solchen numerischen Ausdrücken. Hier. Was ist der arithmetische Ausdruck, der durch Example 1 irgendwie dargestellt wird? In der Notation hier sozusagen. Ja, in einer Notation, die man irgendwie jemandem zeigen kann, ohne dass man sofort Kopfweh bekommt. Könnt ihr das lesen? 5 mal 8. Ich klammer das mal explizit. Oh, Entschuldigung. Plus 2. Ja. Offensichtlich ist der Typ A hier, man sieht es auch schon hier oben an der Typsignatur, Integer. Okay, also hier mit lit 8, ja. A ist Integer, also mit lit 8, das passt, 8 ist ein Integer, kann ich das Literal 8 darstellen, das dann offensichtlich multipliziert wird mit dem anderen Literal 5, das ist das 5 mal 8, und zudem wird dann noch die 2 drauf addiert, kommt 42 bei raus, wenn alles richtig läuft. Okay, anderes Ding hier unten, der ist einfacher. Da ist offensichtlich der Typ A ein anderer numerischer Typ, Float zum Beispiel, und das ist der 42,1 minus 0,1 Ausdruck.
Okay? Und ihr könnt euch schon denken, wie tief ich die beliebig irgendwie schachteln kann und so weiter. Damit kann ich, ja, wenn, solange ich nur die arithmetischen Operatoren plus mal minus benutze, kann ich das ja alles hervorragend darstellen. Hab sogar ein Deriving Show da oben. Ja, das heißt, ich kann das Programm hier, glaube ich, sogar richtig ausführen. Moment, load eval und mit main ausführen. Da kommen hier irgendwie die Darstellungen meiner arithmetischen Ausdrücke raus. Ja, weil ich Deriving Show gemacht habe, sieht das, was ich hier unten ausgebe, sieht eigentlich genauso übel aus wie die Ausgabe, wie die konstruierten Werte da oben in meinem Programm selber. Das ist der Default, den mir Deriving Show gibt. Ihr könnt euch schon wünschen und an der Stelle denken, ey, das wäre doch so cool, ja, wenn ich stattdessen das hier, was hier in den Kommentaren steht, hier unten als Ausgabe sehen würde. Ja, dann, und natürlich funktioniert das. Wir dürfen bloß nicht Deriving Show benutzen, wir müssen uns selber um eine etwas cleverere Implementation von der Anzeige, von dem Show sozusagen kümmern. Kann man machen, machen wir beim nächsten Mal. So, jetzt, damit wir das Ding hier irgendwie konstruktiv beenden, was ich jetzt noch brauche, ist eine Funktion, die hier. Habt ihr schon gedacht, oder? Du gibst mir so eine Repräsentation von einem arithmetischen Ausdruck. Werte die mal aus für mich. Ja, hier kommt offensichtlich 42 raus. Aus dem Kollegen, wenn ich jetzt hochscrollen würde, kommt auch 42 raus. Rechne mir mal bitte die entsprechenden Ergebniswerte des Ausdrucks aus. Das funktioniert übrigens nur, wenn A nicht beliebig ist, zum Beispiel Boolean oder sowas, sondern tatsächlich numerisch ist. Ich packe mal dieses Constraint davor. Der Sinn von dem Ding klärt sich ebenfalls heute in einer Woche. Das heißt nur, der Typ A hier ist fast beliebig. Er muss bloß irgendwie numerisch schmecken, damit ich damit Addition und Subtraktion und sowas machen kann. Booleans und Strings für A wäre schwierig. Okay, wir dürfen also darauf verlassen, dass wir die Werte vom Typ A tatsächlich mit Arithmetik irgendwie verarbeiten können. So. Wenn irgendwas von dem, was ich gerade jetzt in den letzten paar Minuten erzählt habe, irgendwie gilt, ist, Funktionen über solchen algebraischen Datentypen werden durch Pattern Matching definiert. Es gibt vier Wertekonstruktoren, lit, add, sub, mul. Ja, diese vier Fälle muss meine Funktion eval unterscheiden können. Ja, Jules, fasst sie schon in die Stirn, weil das irgendwie heute schon zum siebten Mal gesagt wurde. So, so sieht's aus, oder? Alle vier Fälle müsste ich abdecken. Hier vorne, zack. Es könnte literal sein, mein Ausdruck. Der könnte aber auch durch Addition entstanden sein. Er könnte auch durch Subtraktion entstanden sein. Oder spätestens jetzt wünscht man sich, dass aus dem algebraischen Datentyp automatisch der Code generiert wird. Gibt's auch. So. Vier Value Constructors, vier Fälle in meiner Eval-Funktion. So, die rechten Seiten diktiere ich nicht, die müsst ihr diktieren. Bitte. Also, erster Fall einfach nur das N. Okay, ja, wie aus diesem hier. Hier steht eine Literal, eine konstante N, eine numerische konstante N. Die operieren wir da einfach aus diesem Lit Value Constructor raus, damit wir tatsächlich den Wert vor uns haben. Okay, hervorragend. Und dann halt eval E1 plus, minus und mal eval E2. Fertig, oder? Das war's. Ja. Was hier rauskommt aus eval E1, was wir checken, ist vom Typ A. A ist was Numerisches. Darauf Multiplikation anzuwenden, top. Ja. Nicht vergessen, hier steht der unsichtbare Juxtapositionsoperator. Das Ding ist zusammengeklammert, das Ding ist zusammengeklammert. Hier kommen zwei numerische Werte raus vom Typ A. Die kann ich multiplizieren. Num A sagt mir, ja, darfst multiplizieren. Das war's. Ja. Bloß nicht vergessen, hier rekursiv das Eval aufzurufen, wenn ich hier rekursiv so einen XA-Wert vor mir habe an der Stelle. Okay, also das können wir gleich mal einbauen hier unten. Ja, nicht nur X1 ausgeben, sondern Eval X1 und auch Eval X2. Und das nochmal reloaden, ausführen. Ja, dann kommt da unten 42 raus, beziehungsweise 42,0, weil wir mit Floats gerechnet haben. Sieht schon nicht schlecht aus. Was hier steht in der Eval-Funktion, das ist wie so ein Mini-Interpreter schon. Okay,
Jetzt geht das Beispiel eigentlich noch weiter und wird jetzt eigentlich erst awesome, weil wir jetzt nämlich noch einen Compiler bauen, sozusagen. Und das braucht auch nicht mehr als 10 Minuten, aber es braucht 10 Minuten. Jetzt seid ihr die, die mir sagen, wollen wir das jetzt noch machen oder wollen wir das lieber nächste Woche machen? Machen noch? Okay, alles klar. Also, was wir jetzt noch machen wollen, ist einen Compiler bauen. Und der Compiler muss natürlich eine Zielsprache haben. Ja? Wir werden jetzt hier nicht LVM oder x86-Code erzeugen, ja? Sondern damit wir irgendwie in 10 Minuten durchkommen, das da sind die Instruktionen meiner Maschine. Nee, weißt du was? Lass uns das lieber nächste Woche als Einstieg machen, sozusagen. Das ist mir jetzt hier durchzurushen, ist mir zu schade, weil da ein paar coole, wichtige Punkte drin sind, sozusagen. Komm, ich schenke euch irgendwie die 3-4 Minuten. Vielleicht muss ich mir die 3-4 Minuten irgendwann mal wieder greifen, aber das wäre einfach ein doofer Cut hier in dem Beispiel. Wir müssen jetzt da durchrushen und das wäre nicht schön. Also, dann lasst uns das hier bei dem Interpreter belassen. Ein vierzeiliger Interpreter ist ja auch nicht so schlecht, sozusagen. Der Compiler wird übrigens auch 4 Zeilen haben. Und wir bauen noch eine virtuelle Maschine dazu und die wird auch 4 Zeilen haben. Ja, und alles innerhalb der ersten Viertelstunde der nächsten Woche. Bis dahin freue ich mich schon drauf. Haut rein.